Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Agrarservice der Familie Chaos zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Vom Gut zur Eiche, nämlich aus Kandelin nach wie vor. Wir sind noch ein bisschen auf dem Server unterwegs, stalken unsere Mitspieler und bereiten quasi so alles vor für heute Abend, denn heute Abend ab 20 Uhr, wo willst du hin? Bleibst du wieder auf der Straße? Schild! Ab 20 Uhr ist ja heute Abend Livestream LS19 hier von der Kanelin Community Projekt. Also wenn du vor dem Monitor mitspielen möchtest, sei heute Abend im Livestream dabei. Da erfährst du alle weiteren Instruktionen, beziehungsweise kannst du zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier erscheint, auf die Ankündigung des Streams bei uns beiden gehen. Unten in der Videobeschreibung findest du schon mal den Link zu den Mods. Kannst du schon mal runterladen. Dann hast du schon mal den Großteil der Arbeit erledigt. Sie müssen rechts rum, da vorne steht unsere Palette. Da wolltest du nämlich eigentlich hin, oder? Ich hab gerade bloß überlegt, ob er links auf dem Hof das Sachen packt oder rechts. Aber in dem Fall hier. Ja, auf dem anderen Hof setzt er die Maschinen zurück. Ah, jetzt funktioniert's schon. Guck mal, wie er die Säcke abnimmt. Oh, erst die Hälfte. Das reicht aber, das sind 2100 Liter, die er jetzt drin hat. 81%, meinst du, das reicht? Ach so, ja, wir haben ja hier große Äcker. Das reicht. Mach mal voll, weil wir können ja umschalten. Ja, aber die nächste Palette bleibt dann hier der Rest stehen. Das ist doch auch doof, oder? Ach so, ja, dann lass. Ah, warte. Oh, wir sind gleich pleite übrigens. Wir müssen dringend was verkaufen. Ist er voll? Ja. Wir können das Silo leer verkaufen. Wir können Ballen verkaufen. Ja, und wir müssen uns vor allen Dingen ein Palettenlager noch hinstellen, dass wir selber unser Saatgut auch lagern können. Ja. Weil da war ja das Problem, zu viel Performance, ne, beim letzten Mal auf dem Server. Jetzt hier auf dem geht's. Gut, ich meine, aktuell, es wird Force gemacht, es werden Pellet-Paletten gemacht. Also die Performance ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller bei einer Vierfach-Map. Und bei diesen Arbeiten, die anstehen, so wie Ballen und sowas, bleibt halt nicht aus, dass es da mal einen Server-Ruckler gibt. Ich meine, klar, einige Leute haben etwas schwächere PCs und vielleicht auch nicht so eine gute Internetverbindung. Aber deswegen sind wir ja auch hier alle angehalten, Bäume, Paletten, Ballen sofort zu entfernen, wenn wir sie gemacht haben. Deswegen sind wir ja beim letzten Mal auch so schnell hinterher gewesen mit dem Einsammeln der Ballen, nachdem wir angemault wurden. Wir sprechen da aus Erfahrung, gell? Ja, warte mal. Achso, du könntest gleich hier rauf, stimmt. Eben, ich habe gerade nochmal auf die Karte geschaut. Hier kannst du gleich abbiegen. Weil ich glaube, ich kann aussteigen und kann gleich da vorne mein Gruber wieder mitnehmen. Ich bin ja nur mitgefahren, falls hier irgendwelche Probleme auftauchen, ne? Der Bodyguard. Okay. Ich finde diese Straße hier zum Beispiel, ich finde die extremst schön gemacht. Da sagst du ja, die ist hässlich. Hä? Ihr meint, du kannst nicht uns meinen. Ich habe nichts zurückgesetzt, ich habe nur Saatgut abgeholt. Der meint nicht uns. Aber die war doch leer, oder? Die war leer. Ja, also. Können Sie mal kurz bremsen? Warte. Dankeschön. Ich steig mal hier aus. Ich muss da drüben hin. Ihr arbeitet schon mal weiter. Der hat Probleme hier. Der hat was Schweres hinten dran hängen. Das merkst du voll beim Gas geben. Ich find's schön, dass du das überhaupt in Spielen merkst. Ah ja, doch. Jetzt grad schon. So, leckt ein bisschen. Du hast mir aber die Frage noch nicht beantwortet. Entschuldigung, welche Frage nochmal bitte? Mit dem Kalk. Macht man das jetzt vor dem Aussehen drauf oder danach? Also du kannst beides. Also theoretisch beides. Ich meine, wenn wir jetzt vorher drauf sprühen, dann müsste ich erstmal fertig sein, weil erstmal ist es ja noch nicht abgeerntet. Ich würde sagen, also ich glaube, reell würde ich Kalk vor der Aussaat machen, dass es mit der Saatmaschine noch ein bisschen untergehoben wird. Aber hier in-game ist es eigentlich egal, ob du es vorher oder hinterher machst. Ich würde es hinterher machen. Okay, du kommst jetzt ja hier oben nochmal her, machst... Da ganz oben, wo du jetzt bist, würde ich danach weitermachen. Ich mache jetzt gerade erstmal das andere Stückchen. Quasi die längste Bahn auf diesem Feld. Weil auf der anderen Seite wird ja noch geerntet. Also theoretisch, wenn du da mittig ansetzt, neben dem noch nicht gemachten, auf dem schon gemachten Teil, dann könntest du die Längsbahn hier fahren. Parallel zu mir quasi. Ich setze mal da hinten an. Guck gerade mal, wo bist du denn? Ja, hier kann ich ansetzen. Das ist breit genug.
Genau. Theoretisch sogar kannst du noch ein Stück weiter Richtung Hof zurückfahren, oder? Ja, obwohl ich hätte. Ich, da, egal, ich sehe es ja. Das passt. Also einmal Hafer. Ja. Also würde ich sagen. Es sei denn, du sagst was anderes. Nein, nein, passt. Irgendwie. Immer gestern wurde bei dir gesagt, dein Spielsound wäre zu leise, ne? Ja. Wenn ich mir heute mein Mikrofon angucke, dann würde ich behaupten, mein Mikrofon ist zu laut. Das ist die ganze Zeit im roten Bereich. Ehrlich? Meinst du? Meinst du es immer so, wenn ich mich anstrenge, kurz vorm gelben Bereich? Okay. Nee, meins schlägt gerade die ganze Zeit im roten Bereich aus, obwohl es eigentlich gar nicht dürfte. Es sei denn, da hat sich schon wieder irgendwo was umgestellt. Egal. Whatever. So. Whatever. Hauptsache, man versteht dich. Ja, ich muss mir das gerne mal anhören. Es ist eigentlich komisch. Ich finde es auch komisch, dass sich Sachen von alleine jedes Mal umstellen. Das ist irgendwie störend. Naja, aber du hast heute auch Skype angehabt. Vielleicht hat sich das irgendwie zwischengedrängt. Stimmt, das könnte sein. Stimmt, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, dass sich da irgendwas in der Soundeinstellung wieder geändert hat. Mhm. Weil, ich guck mal kurz was. Ui, am Mikrofon selber hat sich nichts verstellt. Ich habe an den Seiten noch die Knöpfe dran. Ich kann es ja quasi noch ein bisschen einstellen. Okay. So. Nee, stimmt, das kann durchaus sein, weil Skype ist doch mittlerweile, ist Skype nicht... Wie heißt das nochmal? Ein Microsoft-Produkt mittlerweile? Mhm. Weiß ich nicht. Dann arbeitet das doch bestimmt über die Soundkarte selbst. Nur kurz Danke schreiben. Er hat recht gehabt, mein Gewicht hang auf dem Boden. Ich habe vorhin eine Furche gezogen. Wie oft haben wir das schon gehabt? Gar nicht so. Wir sind Profis. Das ist uns noch nie passiert. Zumindest noch nicht auf dieser Web. Okay. Weißt du, welchen Schlepper ich gerne noch auf dem Server tatsächlich hätte? Ich meine, es gibt noch eine Anfrage für einen Mod, der Sinn macht. Das Überfüllen von Gülle, dass das ein bisschen schneller funktioniert. Also das Überfüllen aus dem Lager in einen Tank zum Beispiel. Mhm. Das wurde angefragt, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Normalerweise würde ich sagen, nee, brauchen wir nicht, aber ich sehe den Hintergrund dafür. 6 Minuten warten, bis der Tank voll ist, ist schon eine lange Zeit im Spiel. In reell wartet man natürlich, logisch. Ja, das stimmt. Und ich würde gerne tatsächlich, ich meine, wir haben ja das Class DLC. Im Class DLC ist ja ein Xerion drin, der große 4-5000er, aber es gibt ja noch einen kleineren, der kam vor dem DLC raus, müsste ein 3800er, glaube ich, sein. Xerion, mit dem Auspuff, weißt du, vorne an der Schnauze. Mhm. So einen, wie ich auf dem Schreibtisch stehen habe, quasi. Mhm. Und der hat Terra-Track, also Kettenbereifung. Oder Raupenfahrwerk. Der würde mich tatsächlich interessieren. Ja, wenn der 4576 kostet, kannst du dir holen. Ja, nee, ich bin nie... Oh, das tat weh. Ja, wo ist eigentlich... hat der das... Lagern wir gerade das Mais ein? Hä, wer ist da vorne auf dem Feld? Bist also du das? Ich bin mit der Saatmaschine unterwegs. Du bist hinter mir. Steierfahrer ist mit dem Drescher unterwegs und der hat den Hänger stehen. Also der kann eigentlich nur einfüllen. Und wer kommt mir da gerade mit einem, was ist das, Pflug oder sowas entgegen? Das weiß ich nicht, wer da pflügt. Eigentlich braucht ja keiner pflügen. Mit einem Xerion? Muss ja gepflügt werden. Das mache ich ja gerade. Ja, du hast den Tiefenlockerer dabei. Genau, das ist ja der bei der Map dazugehört. Der wird ja von der Kanelin quasi mitgeliefert, den ich hier habe. Und der ist ja quasi Flug und Grubber in einem. Es muss auch nicht gepflügt werden. Es steht ja nicht dran, da wo du warst. Genau, da wo ich war, nicht. Da wo ich noch nicht war, steht es dran. Deswegen habe ich ja den hier genommen. Weißt du, ich bin immer zu faul, mit einem Flug zu fahren. Kann ich gar nicht verstehen. Aber wer fährt da jetzt? Ach, Freddy. Freddy hat auch den Tiefenlockerer hinten dran. Ach so, okay, dann geht's ja. Wobei... Da muss ich an dieser Stelle, das bietet sich gerade an, Freddy bietet gerade unbewusst, glaube ich, eine gute Vorlage. Man muss tatsächlich vielleicht auf dem Server mal
nochmal was sagen, und das sage ich jetzt einfach, weil fast jeder dann das Video immer schaut, wenn es kommt, die Leute, die mitspielen. Fakt ist, dass wir auf dem Server ein Lohnunternehmen haben und das Lohnunternehmen tatsächlich auch für diese Arbeiten da ist. Also ein Trecker ausleihen, Maschinen ausleihen, Arbeiten, die gemacht werden müssen, werden vorrangig auch an dieses Lohnunternehmen ausgegeben, weil dafür ist es ja da. Das ist keine Bevormundung oder sonst was, aber ich finde, wenn man ein Lohnunternehmen auf einer Karte hat, auf einem Multiplayer hat, dann sollte man mit diesem Lohnunternehmen auch, was Arbeiten angeht, arbeiten. Und wenn man Arbeit hat, dann finde ich es nur fair, wenn man die zuerst ans Lohnunternehmen weitergibt und auch Maschinen ausleihen. Wenn wir jetzt einen großen Schlepper bräuchten, ich denke da an den Quadrak zum Beispiel, würde ich doch in erster Linie das Lohnunternehmen fragen, oder? Mhm. Sehe ich das falsch? Nö, das ist schon okay so. Also das ist doch der Sinn hinter dem Lohner gewesen, oder? Also ich meine, sonst brauchen wir ja kein Lohnunternehmen. GPS hat der gar nicht drauf hier. Nee, GPS haben wir auch nicht drin. Okay. Das hat doch die Fehler geworfen, deswegen haben wir es doch rausgelassen vom Server. Mhm. Oder runtergelassen. Oh, Steuer ist weg. Na, ein bisschen mal steht noch, das müssen wir noch runterholen. Soll ich sonst kurz wechseln? Weil ich meine, du brauchst ja noch einen Moment, aber dann ist der Mais schon mal weg. Den kannst du machen, ne? Fahre ich eben die Bahn hier zu Ende und fährst du jetzt da, wo du jetzt bist, rauf und runter? Also ich mache jetzt gleich die Spur rechts daneben, also in deine Richtung fahre ich jetzt hoch und runter. Du kannst ja bei dir einen Helfer einstellen, dann kannst du eigentlich das Mais wegbringen. Dann haben wir Kohle. Show me the money. Wer kriegt hier 3 Euro Lohnzahlung? Ich. Ich bin der 3 Euro Man. Okay. Oh, Titel für die Folge? Fragezeichen? Mhm. Kann ich mir nicht merken. Ich fahre Drescher fein. Das muss so sein. Bahn rauf und Bahn wieder runter. Das macht mich ganz munter. Der war gut. Ich mag unseren Hof und die Karte. Okay. Ich bin auch durchaus geneigt, dass wir öfter davon mal, so wie jetzt hier diese 2 Videos in Folge, dass wir öfter mal davon tatsächlich auch Videos so zwischendrin bringen, zwischen unseren Lohnertätigkeiten. Irgendwann wieder hier vorbeischauen. Vielleicht sogar die Gemeinde Rade als Heimatposten ablösen und hier hin? Echt jetzt? Ja, so als Heimatbasis, ne? Ja gut, wann sind wir denn schon mal bei der Rade? Das sind wir ja gar nicht. Genau, hier sind wir ja öfter. Das stimmt. Was hältst du von der Idee? Uah. Oh Gott, können wir machen. Weil hier haben wir einen schönen Pferdehof. Ja, wobei, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, wenn ich jetzt den direkten Vergleich antrete, Gemeinde Rade und Kandelin vom Hofdesign, von den Texturen her, gefällt mir der Hof auf der Rade besser. Ja? Optisch. Also von dem Fachwerk gefällt er mir besser, der ist einfach ein bisschen feiner gemacht. Und der Hof ist halt, das ist ein schöner, auf der Gemeinde Rade so ein schöner großer Hof. Okay. Ach, mir gefällt's. Gefallen tut mir der hier auf jeden Fall. Sonst hätte ich den aber auch für uns nicht ausgesucht. Den habe ich ja schon quasi vor allen anderen ausgesucht, dass auch ja keiner auf die Idee kommt, diesen Hof zu nehmen. Mhm. Wer hat denn da vorne was stehen lassen? Also die Frage erübrigt sich. Weißt du, hier steht... Fährst du gerade oder hast du... Achso, du fährst. Du hast beim anderen einen Helfer. Ich habe... Genau. Ich habe mir gedacht, 2-mal in Folge grubbern habe ich jetzt auch nicht so die Ambitionen zu. Kennst du den Moment, wenn man aus der Heckscheibe gucken will und in den Korntank guckt? Okay. Ich drehe mich gerade so um beim Rückwärtsfahren und denke, ja, ich muss mal gucken, wo ich hinfahre. Ah, der Mais ist schon fast voll, okay. Was steht denn dann eigentlich beim Stream an? Was könnte man denn da machen? Wir machen auf jeden Fall das Feld hier, das Feld hier fertig. Mondernte. Mohnernte.
Mohnernte und Heuernte steht an. Ja, und wir müssen auch die Pferde noch versorgen. Genau, dafür brauchen wir... Eigentlich, bevor wir den Hafer weg... Nee, Mais ist den Hafer, den müssen wir dann rein. So. Genau, den du gerade anpflanzt, den brauchen wir. Genau. Aber wir können auch durchaus, wenn wir jetzt genug Kohle vom Mais eingenommen haben, könnten wir auch ein bisschen, sag mal schnell, wie heißt das nochmal? Hafer kaufen für die Pferde. Heu haben wir ja, also machen wir ja dann, beziehungsweise haben wir eingelagert, das müssen wir eigentlich nur reinpacken. Stroh haben wir, einstreuen können wir. Ja, machen müssen wir es halt, das könnten wir auch noch machen, die Tiere so ein bisschen versorgen. Ja. Wobei wir definitiv, sobald unser Stroh weg ist, holen wir uns Strohpellets. Die halten ja deutlich länger im Stall als ein Streu, als das normale Streu. Mhm. Die Vorteile liegen halt auf der Hand. Und da wir unser Lohnunternehmen ja haben mit der Presse, so wie gestern ja schon gesagt, werden wir das Lohnunternehmen da mal drauf ansetzen, dass das wegkommt. Genau. Gelle? Ja. Achso, übrigens. Jetzt habe ich es fast vergessen. Gestern Abend um 18 Uhr kam die erste Folge von Fallout 76, dem neuen, also Fallout 76 Wasteland heißt es ja offiziell. Das ist ja quasi die überarbeitete Version der alten Fallout 76 Version von 2018. Die kam ja raus und da haben wir gestern schon die erste Folge gemacht. Heute Abend um 18 Uhr kommt auch die erste Folge. Müsst ihr unbedingt anschauen. Das Spiel ist saugeil. Das ist cool. Auf jeden Fall. Also ich habe auch heute beschlossen, dass ich für mich nochmal Fallout 4 anfange, von vorne. Fallout 4? Ja, dann mache ich okay. Mir auch nochmal, weil Nora dort auch spielt, Fallout 4. Und da habe ich gesagt, dass ich das auch nochmal anfange. Ich mag das Spiel, das hat einfach Flair. Also ich bin cool. ja tatsächlich noch dafür, dass wir beide auch die Retro-Versionen, also Fallout 1 und 2, die haben wir ja mit runtergeladen mit Fallout 76. Dass wir das, da auch nochmal reinschauen. Das sind Singleplayer. Nee, das werden Singleplayer sein. Aber die gibt's auch noch. Fallout 1 und 2 habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mit Fallout 4 tatsächlich auch angefangen. Ja. Auf der PlayStation allerdings. Ich habe es nicht auf dem PC angefangen. Fand ich schade, weil ich habe es damals, die PlayStation 4 kam raus, die kam neu raus und ich wollte die unbedingt haben. Also habe ich mir die gekauft und da war Fallout 4 und noch irgendein Spiel bei. Ich weiß nicht mehr welches. Und ich habe Fallout 4 gespielt und fand das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich mag solche Spiele auf der Konsole nicht. Ich hasse diese Steuerung. Ich mag das nicht mit dem einen Joystick laufen, mit dem anderen zielen. Das ist für mich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin kein Konsolenzocker. Gib mir eine Maus in die Hand, mit der ich meine Waffe direkt steuern kann. Deswegen nervt mich das bei Resident Evil auch so. Dieses Nachgehänge ist so, weil es halt eigentlich ein Konsolenspiel ist. Okay. Das gleiche merkst du auch bei GTA. GTA hat auch so leichtes Schwimmen, weil es eigentlich auch ein Konsolenspiel ist. Ich mochte das auf der Konsole überhaupt nicht. Also mit der Konsole spielen wollte ich auch nicht. Nee. So. Also jetzt. Also den Rest hier machen wir auf jeden Fall. Den können wir gut nachher fertig machen heute Abend. Ja. Es ist nur noch so ein kleines Stückchen mit dem Mähen, mit dem Dreschen wollte ich sagen. Und dann kann man in die Mohnernte, das beides verkaufen wir ja. Dann passt das. So, liebe Lüt, das soll es aber schon mit der Folge gewesen sein. Wie gesagt, schaut heute Abend ab 20 Uhr im Livestream vorbei von der Kandelin Multiplayer Community Survey. Ihr seht ja, hier ist was los, ordentlich was los. Die schreiben alle fleißig und sind fleißig am Arbeiten. Und wir beide wünschen euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wenn ihr euch das anschaut, lasst sehr gerne bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da. Schaut heute Abend rein. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend, das habe ich schon gesagt, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wenn ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal.